Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier hier am Start am Clash of Clans Freitag. Willkommen zu meiner neuen Base. Meister der Level 5 hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen in den Cups gestiegen, bin jetzt momentan bei 2038, habe ein paar Gebäude aufgewertet, habe ein bisschen im Labor gearbeitet. Also ich war relativ fleißig. Ich bin, wenn ich das jetzt schon mal sagen kann, relativ zufrieden mit dieser Base. Hab meistens verloren, als ich den Multimörser aufgewertet habe. Also das ist schon so eins der Key-Defense-Buildings. Aber ich möchte trotzdem an dem arbeiten. Das heißt, wir haben heute wieder drei mögliche Kämpfe. Und wir haben auch den Uhrenturm-Boost. Und dann versuchen wir mal, so viele Wins wie möglich einzubauen. Nachher gehen wir dann drüber zu der anderen Base. Dann zeige ich euch, was ich da gemacht habe. Aber ganz kurz noch, mein Giant ist auf Level 9. Und wird momentan auf Level 10 aufgewertet. Und danach werde ich, glaube ich, an den Ladies arbeiten. Aber ich bin relativ zufrieden. Ich habe so ein bisschen die Lager aufgewertet, damit man mehr tragen kann. Hab den Multimörser einmal aufgewertet, hab eine Kanone aufgewertet, so ein paar Fallen und so. Also nichts Besonderes, aber alles so kleine Sachen. Es dauert halt jetzt alles so ein bisschen länger. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Also ich finde es gut, dass es jetzt ein bisschen teurer wird, weil es wäre schade, wenn wir schon bald durch wären. Okay, beginnen wir mal mit den Kämpfen. Mal sehen, ob wir heute nette Gegner haben oder böse Gegner. What the fuck? Was ist das für eine Base? Die ist sehr merkwürdig. What? Können wir mit den Mauerbrechern irgendwie da durchbrechen? Ich will nicht, dass meine Giants nach da vorne laufen. Ich denke, da sind direkt Fallen, oder? Sind da Fallen? Sollen wir... Ich glaube, wir setzen Mauerbrecher ein. Hässliche Base. Ich versuche mal da einen Mauerbrecher. Vielleicht kann er beide Mauern sprengen. Yes, okay. Er sprengt beide Mauern, dann können wir die Giants reinsetzen, dann setzen wir ihn noch rein, dann setzen wir noch zwei Mauerbrecher hinterher. Ich mag den Helden irgendwie, also die Kampfmaschine total gerne. Ich benutze die, also ich habe die ja vorher nie benutzt, weil ich die, also ich habe die beim letzten Video nie benutzt, weil ich die da gerade frisch neu bekommen habe. Und jetzt habe ich die in den letzten Kämpfen dann immer benutzt. Und ich finde die ganz nice, so als extra Tank für meine Ladies. Auch wenn der Kampf hier relativ shit aussieht. Die Base ist ganz interessant gebaut, ja? Meine Ladies werden leider von dieser dummen Doppelkanone da vorne angegriffen und ich denke, wir werden hier richtig einen reingedrückt bekommen. Oh no! Die Base ist cool. Vielleicht sollten wir sowas auch nachbauen, aber der Sinn dieses Videos ist, wir schauen uns danach einfach mal so ein bisschen die Wiederholung an, wie unsere Base ist. Und wir können ja einfach den Uhrenturm gleich aktivieren, da ist das kein Problem. 52%, okay, er hat Giants auf Level 10, Ladies auf Level 10 und er hat auch diese Kampfmaschine auf Level 2. Guter Spieler, okay, schauen wir uns das mal ganz kurz an, was er gemacht hat, wie er reingegangen ist. Ich muss meine Gebäude auch dringend aufwerten. Geht von oben rein, vielleicht können wir die Fallen auch so ein bisschen umstellen, dass wir da irgendwie die Giants schneller kaputt kriegen oder so. Und ich muss dringend meinen Zerstampfer in der Mitte kaputt machen. Eigentlich sieht es ja ganz vernünftig aus. Nur jetzt haben wir keinen... Wieso schafft er jetzt den Two-Star? Von unten ist irgendwie zu offen, oder? Wie schafft er das mit diesen Ladies da? Wie schafft er das mit der Einzelnen? What the fuck? Der ist doch tot. Wow, okay. Das war echt Luck. Das war sehr lucky. Okay, also... Vielleicht schieben wir den Tesla ein bisschen weiter nach links runter. Ansonsten wäre ich mit der Base eigentlich so zufrieden gewesen. Einer, der noch weiter... Oh wow, der hat noch einen Ratus mehr als wir. Shit. Ich glaube, ich mache das aber diesmal ein bisschen anders. Ich schicke erstmal die Ladies da rein. Und mache das... Es war klar, dass da eine Bombe ist. Mach das erstmal kaputt. Dass die Ladies... dass die Giants da auf jeden Fall nicht anvisiert werden. Dann gehe ich mit den Giants von da rein. So... Und dann warte ich noch ein bisschen mit dem letzten Giant. Dann schicke ich so ein paar Ladies hinterher. Und dann hoffe ich, dass die Bogetürme gleich das Ziel wechseln. Dann schicke ich die Kampfmaschine hinterher. Da ist noch eine Kanone. I don't know. Ich glaube, ich warte erstmal. Und schicke die Ladies jetzt gleich so ein bisschen hinterher. Weil der Multimörser trifft sonst wieder unsere Ladies. Das ist ja das Problem. Also das müssen wir ja vermeiden. Aber ich denke, solange uns der Zerstampfer da oder Zerschmetterer nicht so großen Schaden zufügt, sollen wir es eigentlich relativ gut hinkriegen, dass die Kampfmaschine das Hauptquartier oder die Meisterhütte jetzt sniped mit ein bisschen Hilfe von unseren Ladies. Haut drauf,
dieser Flammenwerfer oder wie das Ding heißt, ist echt hässlich. Aber ja, wir haben es geschafft. Gut. So, Ziel erreicht, auch wenn der eine Meisterhütte über uns ist, denke ich, war das in Ordnung. Mal sehen, ob er mehr geholt hat. Sieg, Naisu. 49%. Ich denke, wir machen direkt den nächsten Angriff, solange unsere Uhr noch läuft, und schauen uns dann nachher einfach die Wiederholung an. So, das ist wieder so eine hässliche Base, wo man gezwungen wird, reinzulaufen. No. Vielleicht machen wir es wieder mit Mauerbrechern. Auch wenn es nicht so easy ist, da durchzukommen, weil das zwei Mauern sind. Das ist das Problem. Aber wir machen es trotzdem. Ich versuche mal so und dann gehe ich mit der Kampfmaschine rein. Paar Ladies. Und dann versuche ich noch ein paar Mauerbrecher hinterher zu schicken. Und dann vielleicht die Giants. Vielleicht reicht das. Ja, die Giants laufen jetzt nach hinten. Okay, gut. Das ist gut. Leider sprengen die Mauerbrecher erst jetzt das ganze Ding auf. Aber ich denke, das dürfte noch ausreichen. Ich hoffe, es passt. Der Multimörser visiert noch die Kampfmaschine an und jetzt können die Giants die Kampfmaschine, den Multimörser relativ schnell ausschalten. Nur die Giants kriegen so viel auf den Deckel. What the fuck? Ladies, räumt mal auf. Ich finde, die Mauerbrecher machen noch zu wenig Damage. Ah. Ich glaube, wir bekommen so 50% hin. Und das Hauptquartier hatte nicht wirklich viel. Oder die, wie heißt es? Ich vergesse immer den Namen. Die Meisterhütte hatte nicht mehr so viel HP. Wir könnten trotzdem gewonnen haben. No, 3%. Sehr knapp. Aber ich denke, der Kampf war in Ordnung. Hier nehmen wir mal... Ehrlich gesagt, ich denke, wir nehmen Giants mit. Ich bin noch nicht so auf die Idee gekommen, wirklich Lufteinheiten zu nehmen. Ich weiß nicht, vielleicht gehe ich damit zu doof um. Es hat bisher noch nicht so wirklich geklappt, mit Lufteinheiten zu spielen. Warte noch ein bisschen. Da muss ich, glaube ich, mir ein paar Videos angucken, wie man die am besten setzt, weil wenn man die schlecht setzt, dann sterben die relativ schnell. Wenn man die gut setzt, dann kann man mit Babydrachen und Lakaien wirklich sehr gut Bases auseinandernehmen. So, die Doppelkanone ist auf meinen Giant fokussiert. Nein, nicht auf meine Ladies. Diese dummen Multimörser, ich hasse die. Ich hasse die. Die sind wirklich richtig schlimm. Die Kanone geht jetzt auf meine Ladies. Boah, das war wieder unlucky shit. Wieder dieser One-Star. Aber naja, vielleicht können wir es hinkriegen. 62%, wir haben mehr als eben. Mal sehen. Sieg, nice. 42% hat der Gegner nur geholt. Ich weiß, es wäre jetzt so ein bisschen wasted, wenn wir jetzt auf die 900.000 warten. Deswegen machen wir einmal so. Und dann können wir wieder... Gold einsammeln. Ich muss dringend die Lager aufwerten. So, letzter Sieg. Bitte. Der hat die Mauern sehr stark aufgewertet. Hilfe. Normalerweise sieht man das relativ selten, weil die Leute sich nicht so um die Mauern kümmern, weil man die meistens Bombern sehr einfach kaputt kriegt oder viele mit Flugeinheiten angreifen und dann Mauern natürlich irrelevant sind. Aber ich habe die damals aufgewertet und ich finde das gut. Damals, ist glaube ich 2 Wochen her oder so. Ich finde das ganz gut. Die haben meine Giants rausgekickt, shit. Und jetzt werden meine Ladies vielleicht fokussiert. Der Bowie-Turm ist kaputt, das ist gut. Ich weiß noch nicht, wie wir anders an die Meisterhütte jetzt kommen. Ich hoffe, die Ladies folgen jetzt schnell. Die Ladies folgen, schießen auf die Meisterhütte, das ist gut. Der Multimörser visiert noch immer meine Giants an, das ist auch gut. Ladies schießt ein bisschen schneller. Ich bin froh, wenn die Ladies auf der nächsten Stufe sind. Die Giants werden natürlich stärker. Los! Nice! Okay. Die Giants werden natürlich jetzt stärker, wenn das vorbei ist, dieses Upgrade. Und dann werden die Ladies dann danach stärker. Also die wehrt sich dann direkt danach auf. Aber ich hoffe, dass wir jetzt genug Gold haben für den Multimörser. Ja, ich glaube, ich wollte den Multimörser aufwerten. Ich denke, die Angriffe waren aber alle in Ordnung. 59%, vielleicht bekommen wir noch mehr. Wir bekommen da unten noch dieses Goldlager. Und ich glaube, wir können das auch noch snipen. Wow, 62%, noch mehr. Ich denke, das hat sich gelohnt. Und dann schauen wir zum Schluss noch die Verteidigung an. Und wir werten natürlich die Sache auf. Und wir gehen noch rüber zu der anderen Base. Dann sage ich, was ich da verbessert habe. Also ich habe ein bisschen was gemacht. Nicht allzu viel, weil ich nicht so viel Zeit hatte, aber... Hier, das muss ich jeden Tag auf jeden Fall diese 3 Siege holen, weil sich das einfach lohnt mit diesem Loot. Und ansonsten bekommt man ja keins, deswegen nutze ich die Angriffe immer aus. Nice, Lady!
Hat sie echt gut gemacht. Also ich denke, die Angriffe waren in Ordnung. Können wir bei unserer Base vielleicht irgendwas ändern? Ich glaube, wir wollten den Tesla mehr rüberziehen, weil diese eine Lady da unsere Meisterhütte so gesniped hat und das hätte sie sonst nicht geschafft. Also trotzdem bin ich mit unserer Base, denke ich, zufrieden. Auch wenn der eine Typ da... Ich glaube, wenn der Tesla mehr links gestanden hätte, dann hätten wir den Sieg geholt, weil er dann nicht den Two-Star bekommen hätte. Ich weiß nicht mehr, wie es von der Prozentzahl aussah. Aber trotzdem, Lady kann auch weiter snipen, weil die aus der Reichweite von der Kanone ist. Nice! Lady, jetzt stirbt sie. 71%, ich denke, das wird ausreichen. Yes! Nice, auch wenn er 59% geholt hat, wow. So, wir haben jetzt volles Gold, das heißt, wir können... Oh, wir können nicht den Multimörser aufwerten. Was? Müssen wir erst... Ah, shit. Okay, das ist ärgerlich. Das heißt, wir müssen... Habe ich denn... Oh, ich habe nur das Elix-Lager aufgewertet. Shit. Okay, dann werten wir einfach mal den Uhrenturm auf, der auch sehr sinnvoll ist. Let's go. Okay, jetzt haben wir das Gold dafür ausgegeben. Immerhin. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich glaube, wir haben nicht zu viel Gold verschwendet. So, gehen wir ganz kurz rüber, bevor ich das vergesse. Ihr seht es schon. Meine Queen wird auf Level 24 aufgewertet. Ich weiß, es dauert so ein bisschen lange, bis sie endlich 30 wird. Aber hey, immerhin Level up. Und ich habe ansonsten natürlich wieder ein paar Mauern verbessert. Mehr kann ich ja nicht verbessern. So, also hier machen wir es, glaube ich, so, dass ich die Sprungfalle vielleicht einfach so nach da setze. Und den Tesla ein Feld nach unten. Dann hat er ein bisschen mehr Reichweite. Vielleicht reicht das. Oder ich mache es so, dass ich den Tesla wirklich... Sollen wir den Tesla wirklich nach vorne ziehen? Ich glaube, ich setze den Tesla wirklich nach vorne, dann hat er noch ein bisschen mehr Reichweite. Und dann die Sprungfallen vielleicht so. Ich hoffe, das klappt. Ich denke, das ist gut. Ja, und ansonsten... Ja, ich denke, das bleibt so. Ich weiß nicht, ob die Sprungfalle da so sinnvoll ist, aber okay. Schauen wir uns die Wiederholung mal an. Von ihm hier, was er gemacht hat mit seinen Kanonen. Ich habe die Kanonen noch nicht mal freigeschaltet. Ich weiß, ich habe irgendwie nicht Interesse daran, die zu benutzen. Naja, okay, er sniped erstmal mit Ladies so ein bisschen. Okay. Das habe ich auch noch, weil man hier wirklich was snipen kann, aber das habe ich noch nie wirklich gemacht. Dann setzt er Kampfmaschine Level 3, wow. Und damit seinen Kanonen von unten. Einfach Tank. Aber die Ladies müssen doch alle sterben, oder? Die sterben doch alle. So. Vielleicht ist es ganz gut, dass die Sprungfallen jetzt ein bisschen links davon sind, weil jetzt wären die Giants dann rausgeflogen und so wäre die Kampfmaschine dann, oder hat die Kampfmaschine die Sprungfallen getriggert. Das ist das Problem. Ja, ich denke, dass das so besser ist, aber wir haben ihn trotzdem besiegt. Auch wenn seine Kampfmaschine viel weiter aufgewertet ist. Ich bin zufrieden. Ich denke, das war auf jeden Fall eine sinnvolle Folge. Beziehungsweise eine erfolgreiche Folge und dann danach arbeite ich an der Kampfmaschine und an den Ladies und daran und ich muss erstmal die Lager aufwerten, damit ich genug Gold tragen kann, sonst kann ich die Sachen nicht mehr aufwerten. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und hoffe ich, dass wir uns im nächsten Clash of Clans Video wiedersehen. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.